Herzlich willkommen zurück zu Lego Football Mania. Heute auf der verlorenen, schrägstrich verlassenen Wüsteninsel und welche Überraschung, es geht gegen Piraten. Diesmal wohl die Dreieckpiraten. Vielleicht sind wir im Bermuda-Dreieck. Keine Ahnung. Ich würde sagen, los geht's. So, zur Abwechslung sind wir mal nicht auf einem Schiff unterwegs, sondern die Piraten waren so freundlich, extra an Land anzulegen. Aber dafür sind wir auf einem Sandfeld unterwegs. Ja, warum denn nicht? Ein bisschen Beachsoccer. Da habe ich auch nichts gegen. Huch, wie sehen denn die aus? Die sehen ja mehr aus wie von der Marine. Sind das wirklich Piraten? Naja, gut. Greybeard. Das ist eine Lüge. Dein Bart ist überhaupt nicht grau. Schöne, interessante Steine sollen noch hintenrum da eine Piratenflagge, das Piratenschiff im Hintergrund. Ja, endlich mal so ein bisschen was anderes. Whitebeard, okay, die heißen alle nach ihrer Bartfarbe. Haben auch diesmal alle ein Steuerrad als, als Untergrundding ins Kirchen. Und sie sind schnell. Nein! Nur die Latte. Gott verdammt mich nochmal. Das ist jetzt natürlich schlecht und... Entschuldigung. Ach, Mensch. Jetzt haben die schon wieder eine Gehirnwäsche. Das gibt's doch wohl nicht. Und mit wem besteuere ich jetzt gerade? Ah. Also ich muss ja sagen, meine drei Lieblings-Soundtracks, wenn ich das jetzt mal so vergleiche, sind, wenn ich es mal so überlege, der Arctic-Soundtrack, der Piraten-Soundtrack eben, und welcher noch? Welcher war das denn noch? Muss jetzt gerade mal überlegen. Ah, Gottes Willen. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Vor 5 Sekunden wusste ich es noch. Superball von Norris. Ah, da steht ja schon wieder einer. Ihr könnt nicht meinen Anschluss ausführen. Oh mein Gott. Super Doppelschlag von denen. War natürlich jetzt sehr verheerend für mich. Ach ja, die Western, den Western-Soundtrack. Jetzt fällt es mir wieder ein. So. Genau, das sind die drei. Ah! Verdammt ich nochmal. Ja,
Jetzt gehen sie aber hier ab. Jetzt muss ich auch mal kurz abgehen. Verzeihung. Wobei man merkt, der Piraten-Soundtrack variiert auch leicht. Der ist hier jetzt etwas anders. Aber deswegen gefällt er mir nicht weniger besser. So schön mit Akkordeon, altes Seemannsgarn. Ja, Jungs, also wenn überhaupt keiner hingeht, dann schießen die uns noch ab. Scheiße. Oh Gott. Sag mal, kommt der wohl aus dem 16er raus? Was soll denn der Mist? Chief Big Feather setzt mal ein erfolgreiches Tackling, das ist ja echt eine Besonderheit. Da kriegst du doch die Tür nicht zu. Dann halt so. Also zurückkommen kann ich, das ist nicht das Problem. Zumindest bei 2-0, bei 3-0 wird schwierig. Klar, haben wir jetzt hier eine Rakete. Verdammt. Ich muss, glaube ich, nicht erwähnen, wie viel Glück ich dabei hatte. Ich will Spieler wechseln. Hey, ich habe mal so ein Volley-Ding endlich mal gewonnen. Wirf dich in den Weg. Klar muss er da am Ball bleiben. Ist doch nicht wahr. Hau das Ding weg. Nein. Nein! Das war schade. Naja gut, dann geht's mal wieder in die Verlängerung zum zweiten Mal. Seit am Beginn dieser Story. Und mir ist echt Angst und Bange. Oh scheiße, Doppelpass. Irgendeiner, Jungs, aber irgendeiner sollte da noch hingehen. Tor. Da scheue ich mich da noch nicht, Gebrauch vom Skorpionschuss zu machen. Oder auch mal zu sprinten, weil das machen die auch. Ansonsten würde ich es als unfair bezeichnen. Auf dem Schwierigkeitsgrad leicht zum Beispiel würde ich das nie im Leben machen. Sprinten. Weil dann wäre ich dreimal so schnell. Gucken wir uns das Tor des Tages nochmal zur Feier an. Denn das ist der Sieg und das war denkbar knapp. 7:7 Schüsse. Ja, also das war schon eine harte Nummer. Aber egal, siegreich. Ich glaube, jetzt fehlt nur noch ein Teil. Weiter geht's.
Automatisch speichern erfolgreich. 1 aus 0. Muss ich dazu noch irgendwas sagen? Nein, ich glaube nicht. Aber gut, müssen wir durch. Hilft ja nichts. Also, nächstes Mal Ice House Zero. Dranbleiben. Und bis zum nächsten Mal, liebe Leute.